Hallo und herzlich willkommen zurück. Beim letzten Mal haben wir hier in Fallout 4 im Institut mit den Abteilungsleiter gesprochen. Ich habe eine Reihe von Gegenständen, Gehe ich gerade zu die dem bei noch ihren mal gucken, Oberflächenmissionen was der so nützlich hat. sein dürften. Wenn nicht, Na, kaufen wir ich denn schaue es die mir an. Rüstungen mit Mark 3 und Mark hier Mark 2 Brustteil, rechter Arm. Oh. Nein, ich will nicht abbrechen. 7000. Wir geben mal dem jedes Mal das hier mal. Die 44er brauchen wir auch nicht mehr, die 308er auch nicht mehr. Die ganzen Fusionskerne kann er haben, das kann er auch haben, das kann er haben, das kann er haben, das kann er haben. Die Leuchtfackeln brauche ich auch nicht, die Plasma auch nicht, die Schrottpatronen auch nicht. Oh. So, dann gehe ich mal auf Annehmen. Ah, das war falsch. Nein, nein, nein. Abbrechen. So, dann geht's noch weiter. Wir sind nämlich hoch, hoch zum Vater. Da war nämlich auch noch was von uns. Dann gehen wir gerade mal hier durch. Und gehen da hoch. Du wolltest dich gerade hinsetzen. Nachdem du das. Halt, ich rede gleich mit dir. Ich muss gerade mal hier fertig looten. Dann bin ich für dich da. Also die Railroad machen wir dann zu Feinde, da gibt's nichts Geiles zu looten. Was denkst du, nachdem du das Institut jetzt selbst gesehen hast? Ihr habt die Technologie, die ich mir nie erträumt hätte. Faszinierend. Schön, dass du unsere Leistung zu schätzen weißt. Es war ein langer Weg dahin. All unser Wissen und unsere Ressourcen dienen einem einzigen Ziel, das unser Motto perfekt zusammenfasst. Menschheit. Neu definiert. Leider gibt es keine Fortschritte ohne gelegentliche Rückschläge. So bemerkenswert unsere Sens auch sind, ohne Überwachung können sie gefährlich sein. Mhm. Der überlegene Geist und Körper des Sens, der sich mit so etwas wie einem freien Willen herumschlägt, kann zu Chaos führen. Yep. Wenn Sens intelligent und sich ihrer bewusst sind, haben sie ein Recht auf freien Willen. Wie nahe sie menschlichem Verhalten auch kommen, sie sind dennoch unsere Produkte. Wenn du siehst, was ich dir zeigen will, wirst du verstehen, dass wir wissen, was gut für unsere Synths ist. Ein abtrünniger Synth hat die Raider-Bande in Libertalia übernommen. Seine Erinnerungen wurden gelöscht und seine Identität wurde verändert. Er glaubt nun, er sei ein Mann namens Gabriel. Unter seiner Führung haben die Raider viele Unschuldige getötet. Okay. Ich habe einen Runner nach Libertalia geschickt. Schließ dich ihm an und hol den Zünd zurück. Jo, Vater, mach ich. Wir bringen den Zünd nach Hause. Das wäre das Beste für alle. Du solltest gehen. Viele sind in Gefahr und eine Verzögerung könnte Leben kosten. Jo, vorher gucken wir nochmal, ob wir ein Scharfschützegewehr dabei haben. Haben wir jetzt meine Klau? Ne, das haben wir abgelegt. Das holen wir jetzt gleich uns zurück. Wir reisen gerade mal kurz schnell nach Central Hills. Geht er relativ schnell hier? Ja. Da können wir schon mal unser ganzer Schrott schon mal kurz abladen und dann geht's direkt weiter zur nächsten Mission. Ich hoffe, das Spiel hängt, hat sich jetzt nicht aufgekippt. Nee. Was war das jetzt? Ich war eine ziemliche warum liegt denn hier Glas rum? Als ich jung war. Hallo, was ist denn hier passiert? Die alten Knochen nicht mehr mit. Hallo? Alter, was ist denn hier los? Ich muss gerade mal jetzt kurz hier, ne, warum läuft es jetzt wieder? Okay, dann müssen wir gerade mal hier das ganze Zeug hier einsammeln, geht ja relativ schnell. Dass die Unordnung hier wieder aufhört.
Aber irgendwie ist da was schief gelaufen. Geht relativ schnell, ich habe schnell den Daumen hier. Geht relativ schnell, ich spiele zum 360-Controller übrigens. Den Xbox 360-Controller für den PC. Als erstes können wir unser anderer schöner Mist hier rein. Oh, da bringt aber auch einiges hier. Ah, ist egal. Mal, was wir da alles rausgelootet haben aus dem Institut, hä? Unglaublich. Glas hier. Man weiß, ist das Glas jetzt kaputt. Aber keine Angst, einen Recycler bauen wir dann in woanders da auf. Das war jetzt nur mal als Notlösung gedacht. Der Recycler ist ja bei uns in der Starlight Drive-In, wie ihr ja wisst. Da baue ich noch eine kleine Schlachterei hin, dass wir dann kochen können. Alles mache ich offscreen, komm. Wir haben jetzt keine Zeit, wir müssen mit der Quest hier weitermachen. Wir brauchen aber früher einen. Ich brauche noch meine... das auch nicht. Ich brauche mein Scharfschützengewehr wieder. Genau, das bauen wir gerade mal kurz um zum 308er. Ich lass mal eine Diagnose laufen. Er macht es, ich brauche dich bis jetzt nicht mehr mit. Ich brauche ein das hier, Langzeit. Mit einem das hier noch so jetzt. Hier ist es gar nicht so schlecht. Ist zwar ein Loch, aber es könnte schlimmer sein. Marcy, wärst du jetzt ganz einfach mal Liebster. Deine Fresse. Der ehemalige Eiszapfen ist. Was ist los? Hey. Hast du was auf dem Herzen? Warte da. Ich bleibe dann mal hier. Lass mich doch nicht so zappeln. Es ist Zeit für dich zu... Zu schade. Dann gehe ich wohl besser nach Hause. Ohne dich ist das alles nicht dasselbe. Du gehst hier. Du bleibst hier. So, jetzt habe ich du den Speck. Mich an einen jungen Mann, den ich mal kannte. Ja, ist okay. Hat nie Ärger gesucht, aber ihn immer gefunden. Das können wir leider nicht wiederverwerten. Ich kann die zu M5. Boah! Okay, ja, da kann ich halt keine Rüstung mehr drauf machen. Das ist blöd. Nano. Ah, das ist schon ausgebaut hier, okay. Aber den Rest kann ich nicht ausbauen. Auch nicht schlimm, dann tun wir das alles einlagern. So, es geht gleich weiter. Es geht wirklich gleich weiter hier. Also ich habe das den Rest gar nicht gekauft, okay. Das sind zusätzliche Taschen. Jetzt können wir weitermachen mit der Quest. Ich weiß zwar nicht mehr, welche Quest wir gehabt haben. Jetzt weiß ich es wieder. Ich muss gerade mal kurz das Scharfschützengewehr hier mal wieder. So, dann geht es weiter mit der nächsten Quest. Wir müssen hier hin. Das ist gut. Das habe ich, glaube ich, irgendwann mal erforscht. Weiß nicht, ob ich mit euch oder ohne euch erforscht habe. Aber irgendwann habe ich es mal erforscht. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein 50er Kaliber.
unser Sturmgewehr und unsere Erlöser, 10 mm, und der Rest der Munition können wir eigentlich verkaufen gehen. Wo ist mein Freund? Ich bin bereit reinzugehen, Sir. Es ist gut, ich tue die gerade noch fertig looten, dann können wir. Jemand da? Du musst der Runner sein, den ich treffen soll. Ja, Sir. Bezeichnung X688. Ich habe die Wache bereits neutralisiert. Sagen Sie Bescheid und wir können den Angriff auf die Hauptflottille starten. Jo, dann okay. Los. Dann los. Direkt hinter Ihnen, Sir. Direkt hinter mir? Warum seid ihr alle direkt hinter mir? Warum? Ich dachte, ich hätte eine Bild gehört. Oh, ich bin da nicht hier. Das war ein Treffer. Komm, den machen wir jetzt so fertig. Na, Impro-Gewehr habe ich auch noch dabei. Aber ja, schließlich ein bisschen Action habe. Ich sage, das Sturmgewehr hier macht doch ein gewisser viel, macht doch ein gewisser Schaden hier. Aber das Jägerschutzgewehr. Habe ich doch schon. Ah, die geht hier, okay. Ah, da bist du ja. Die Doppelschuss hole ich mir da auch noch. Die ist ein Vault 81. Keine Angst, da kommen wir auch noch hin. Da gibt es auch noch genügend Quests. So, tot. Tot. Nee, kein Tod. Ernsthaft? Ist egal, die machen wir so fertig. Ja, ich sehe, da liegt auch noch eine Knarre. Ibro-Knarre halt nur. So. Keine Gefangenen. Ich will aber Gefangene machen. Ich will sie verhaften, irgendwo festspielen und dann ein bisschen rum, sie noch ein bisschen quälen. So, da ist das auch Ding ausgeleert. Maul halten. So, dann muss ich mal gucken, wo es weitergeht. Ich glaube, hier geht es weiter, oder? Ne, doch nicht. Genau, lass niemanden am Leben. Also Runner, deine Aufgabe ist, alles hier zu vernichten. Ne? Aber wenn wir da weitergehen, hier hoch und dann da wieder runter. Junge, wenn das Schiff ständig hoch runter geht, kann ich nicht gescheit schießen. Das ist doch Kacke. Da ist doch Kacke, Kacke, Kacke. Und ich werde schon wieder beschossen. Aber wir haben ja Zeit. Wir brauchen uns ja jetzt hier nicht abzuhetzen. Geht die Folge wieder ein bisschen länger. Aber ist ja nicht schlimm. Das kennt ihr ja schon mittlerweile von mir. Dass die Folgen mal ab und zu immer länger werden, aber mittlerweile werden sie überlänge. Könnte sein, dass es meine Schuld ist, weil ich mir das Neues hier entdecke. Aber egal, was ich entdecke, ihr seid immer mit dabei. So. Doch nicht, hast mich doch nicht gesehen oder gefunden.
Was zum Teufel war das? Ich war's nicht. Ich war's nicht. Okay, dann wisst ihr nicht, wann ihr Aufzug überhaupt. Ja, hast du schon 100 Mal gemacht? Ich bin gestorben von der 100 Mal. Der ist schon überladen? Nee, noch lange nicht. Oh, jetzt. Robust ist immer gut. So. So, wie schon gesagt, Automaton DLC spielen wir auch noch. Sowie Nuka World und Voltec spielen wir natürlich auch, ist ja logisch. Was wird das dann ausspielen? Ist er jetzt tot? Ich hab da. Hook Steampacks. Steampacks kriegen wir hier genug. Ohne Ende. Er kennt mich ja mittlerweile, es wird alles mitgenommen, egal was es ist. Ob wir es brauchen oder nicht brauchen. Ist Schnurz egal. Hauptsache wir haben es. Und Hauptsache der Gegner kriegt es nicht. Oh, jetzt muss ich hier lang. Hier hoch. Um den hier zu treffen. Hier. Fallen wir bloß ins Wasser. Nicht ins Wasser reinfallen. Da ist noch so ein kleines Stück. So. Nicht ins Wasser reinfallen. Den kriegen wir nicht mehr, der ist weg. Schade. Ist aber nicht so schlimm. Wir müssen halt jeden hier ausbeuten. Wie kommt man da hoch? Ah, da, okay. Nein, nicht ins Wasser reinfallen. Bloß nicht ins Wasser reinfallen. Okay, der hat nichts Besonderes. Kettensäge, Knochensäge, so. Ist noch gut bei der Zeit. Ich gucke am mal, was die Zeit und es sagt im OBS. Ich nehme das ja auf dem PC auf. Ah, ich habe schon wieder Level Up. Wow, geiles Level Up. Oh, wir gehen jetzt mal auf. Da drauf. Dann können wir nicht ein bisschen besser schleichen hier. Kronkorken, Mais. Nehmen wir alles mit. Ich werde auch noch gucken, wo die ganzen Heftchen sind. Ich habe jetzt schon irgendwo ein paar Hefte übersehen. Aber da biete ich euch dann, wenn ihr wisst, wo es die Heftchen überall gibt, also die komischen Hefte hier, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Vielleicht muss ich im Lösungsbuch nachgucken, wo ich noch habe. Da war Maulwurfsratten gegen Menschen gespielt, gegen Verkäufer. Und die haben sich geliebt hier. Nein, dieses Arschloch benutzt kein Stealth-Boy. Das war eine Min-Yuk. Fatman auch genannt. Irgendwie ballert hier alle gegen mich, kann das sein? Ja, warte, was? Du hast dich irre geheim, du Sack. So, jetzt tun wir den Ressort noch ein bisschen aufmachen hier. Wir probieren es zumindest mal. Wir können ja keine Haarklammer mehr verlieren. Weil wir alles, weil ich alles hochgemoddet habe. Nicht gemoddet, sondern hochgelevelt habe. Oh, geht doch schon auf. So, jetzt haben wir es geschafft. Es geht gleich weiter.
So, jetzt. Toll. Das kann doch nicht wahr sein. Doch, es kann wahr sein. Oh. Da oben gibt's nichts außer ein paar Stühle. Hier gibt's auch noch was hier. Da waren wir auch schon drin. So, wir kommen ja das Ziel immer näher. Wir sind fast da. Die machen sich da oben schon in die Hosen. So wie sie da oben rumrennen in ihrem komischen Dampferschiff, was das auch früher gewesen ist. So. Mit den zu treffen. Ich glaube, mit einer Granate werde ich ihn auch nicht treffen, aber ist egal. Da kannst du nichts machen. Da ist noch ein Steampack drin, so wie es aussieht. Yo, zwei sogar. Hey. Das war ein Treffer. Das heißt also, wir müssen mal langsam was schlucken. Ein paar Blutpakete. So, hier noch eingelegtes Fleisch. Noch ein paar eiskalte Nuga-Cola natürlich auch noch. Jetzt wird mir Zeit, dass ich mich ein bisschen hier zur Wehr setze mit den ganzen Raudis hier. Da oben ist auch noch einer. Ich will gerade hier noch fertig schlucken. Gerade mal hier. Komm schon, ich soll herkommen. Ist es nur verlierte Leute? Oh, du hast deinen Kopf verloren. Weißt du das schon? Dass du deinen Kopf verloren hast? Ich muss gerade kurz schnell nachladen. Ich soll aufpassen. Seit wann bin ich ein Arschloch? Ist mal was ganz Neues. Habt ihr es gehört? Die hat mich tatsächlich Arschloch genannt. Die hat mich doch tatsächlich Arschloch genannt. Die ist da unten irgendwo. Kommt man da auch runter? Hey. Okay. Alle. Auf Out nehme ich natürlich mit. Warum werde ich immer angestrahlt? Von irgendeinem Scheißding werde ich hier immer irgendwo angestrahlt. So. Der nächste Gegner ist da oben irgendwo. Ach, mal gucken, wo. Warum stirbst du nicht endlich, hä? So, wie jetzt? Guck, schon gestorben. Ja, wärst lieber zu mir gekommen, hättest du keine Probleme. Glaub mir, du hättest das schönste Leben überhaupt. Aber nee. Du wolltest ja nicht. Nehme ich euer ganzer Scheiß mit hier. Das braucht ihr nämlich nie mehr. Das brauche ich dann für meinen Recycler. Dann kann er nicht weitermachen. Dann kriegen wir wieder viele Rohstoffe zum Bauen. Oh, wir machen gerade mal kurz ein Pause-Snapping. Für eine Stunde. Ist nicht wieder gespeichert, aber da geht's weiter. Dann müssen wir nämlich hoch zu es gehen. Irgendwo geht's hier hoch. Da ging's hoch. Wir haben schon wieder Überlänge. Ah, ist mir sowas von egal, dann haben wir halt Überlänge. Perfekt. Cool, perfekt. Noch eine Fische gefunden. Oh, und hier gibt es ein Tresor. Nur verbessert geschlossen, da kann nichts Schades drin sein. Und ja, was habe ich gesagt? Nichts, was mich so tierisch geil interessiert, ehrlich gesagt. Aber ich habe ihn trotzdem aufgeschlossen wegen EP, Erfahrungspunkte. Wo muss ich denn hin? Weiter hoch, okay. Ja, da ist nichts drin. Hey, ich will jetzt schlafen. Ich hab schon genug geschlafen in dem Spiel. So, jetzt geht's mal hier raus. Warten Sie kurz, Sir.
Ich muss Ihnen etwas Wichtiges sagen. Ja, ich höre zu. Ich gebe Ihnen den Zurücksetzungscode von B592. Hört er ihn, werden seine kognitiven Prozesse zurückgesetzt und er wird gefügig. Sagen Sie B592 zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Danach den Autorisierungscode Gamma71Epsilon. Wenn er abgeschaltet ist, kann ich ihn sicher zum Institut bringen. Jo. Gut. Ich würde gern unnötige Gewalt vermeiden. Vielleicht ist er da nicht allein und wir müssen Gewalt einsetzen. Das ist alles, Sir. Bereit, wenn Sie es sind. Jo, bin bereit. Ich will hier noch die einzige artige Waffe hier noch holen. Also. Die Schrotze. So, dann nehme ich auch alles mit. Das wär's. Also, wir gerade mal fallen hier. Da ist noch eine Mini-Nuke, eine Mini-Atombombe. UVH-Klammer aufgenommen. Oh, wieder ein Einsteiger. Dings mit uns hier. Das Tor. Mal schauen, was da drin ist. Geschafft. Natürlich nichts Gescheites, wie immer. 50er Kaliber kann man immer gebrauchen. Feuerzeug geht auch immer. So, ich glaube, ich muss jetzt hier hoch. Ja, ich habe hier gerade mal wieder kurz einen Ladebildschirm. Ich glaube, das seid ihr schon von mir gewohnt, so viele Ladebildschirme zu haben. Eure Ausrüstung nach, sagt ihr bestimmt Agent des Instituts. Ihr habt es ganz nach dem Institut. So dringend Ressourcen, dass es Beute von ehrlichen, hart arbeitenden Commonwealth-Banden spielt. Das Terminal muss hier irgendwo sein. Ja, jetzt geht gleich weiter. Ich muss hier gerade mal kurz hier cool. Safe hier öffnen. Man soll vielleicht den Safe vorher noch deaktivieren. Beziehungsweise das Schloss deaktivieren, dass man auch hinkommt. Wäre jetzt schlecht. Da war auch nichts Schaltes drin gewesen. So, jetzt. B592, zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierung Gamma 71 Epsilon. Gute Arbeit, Sir. Ich bringe den Zins zurück. Ja. Macht es. Hier ist X688, bereit für Transmission mit zurückgelegtem Synth B592. So, mit dem Lied möchte ich mich ganz herzlich bei euch verabschieden. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Tschüss, euer Christoph D68. Ciao.